Nico Schulz ist noch angeschlagen, aber er ist wieder fit. Sehr gut. Höchste Fanggewinn, Rudolf. Scoutbericht Deutschland, bitte. Zeig mir den Scoutbericht. Takashi Usami. Er wäre echt interessant. Er wäre interessant, meine Lieben. Rode. Sebastian Rode. Risse. Kennt auch jeder. Männel. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ans Sponsoring. Spür. Bandenwerbung. Noch 40 Banden frei. Sponsoren anwerben. Zu teuer. Nee. Merchandising. Fans, wir müssen was sagen. Zum Spitzenspiel werde ich noch lange Zeit mal wieder in Stellung gehen. Wir können den Meistertitel schaffen. Wir werden bei den Fan-Titeln ausgenommen. Unser Kader ist zu groß. Beliebtester Spieler ist Julian Draxler. Sehr, sehr geil. Dann kommt Lasogga. Wie wird das Spiel gegen den FC Bayern München enden? Alle 96% mit Unentschieden. Ich bin auf den Sieg aus. Ich will gewinnen. Dafür gehen wir in die Mannschaft. Machen alle nochmal richtig heiß. Großes Lob, mein Lieber. Du hast auch gut trainiert. Du auch. Franz. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Zanka, du hast auch gut trainiert. Rudolf. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Du hast auch gut trainiert, Otto. Gut. Dann gehen wir in die Taktik rein, in die Manndeckung. Benatira deckt Rafinha. Oh, das ist die beste Aufstellung. Nein, die beste Aufstellung. Die Bus bei Bayern gibt. Oh, ich habe Angst. Ich habe große Angst. Ja, komm, du deckst mal ihn. Und du deckst Schweinsteiger. Nein, von mir kriegt natürlich noch tief normal, ist auch wichtig. Besonders gegen Bayern ist es wichtig, wenn wir das mal so tief stehen. Und Gomez. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zum 3D-Spiel. Nach 5 Siegen in Folge müssen wir das ausbauen. Draxler ist unser Repairle. Ich schaue mal schon, ob ich bei den Finanzstatus an den Status irgendwas verschieben kann. Sonst Reserve habe ich 8,1 Millionen. Sehr schön. Transfer hochschrauben. Auf 3,5. Vielleicht geht sowas. Nö. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, damit herzlich willkommen zum 9. Spieltag. Lasst mich hören, ich denke schon. Ich bin richtig heiß aufs Spiel, ich bin richtig wild darauf, Bayern richtig platt zu machen, in Anführungszeichen. 0:0 ist mein Wunschergebnis. Ja, Wunschergebnis ist natürlich ein Sieg, aber unentschieden bin ich mehr als zufrieden. Wir haben ja die Taktik eingestellt und alles rundherum. Kann eigentlich nur schief gehen. Ich kann mich jetzt nur noch zurücklehnen und das Spiel genießen. Sollte alles schief gehen, dann lasse ich alles schief gehen. Ist mir auch egal. Und es läuft alles wunderbar hier bei uns in Hertha. Ich muss nochmal daran erinnern, wir sind Abstiegskandidat. Wir waren abstiegsgefährdet. Sind wir immer noch. Wir können immer noch zusammenbrechen, ist doch ganz klar. Doch durch unsere, ich will mal behaupten, Weltklasse-Transfers, Zanka hinten, Bombe, Draxler, brauche ich gar nicht anfangen. Der liebe Bittencourt hingegen hat leider noch nicht so ganz eingeschlagen, mag auch daran liegen.
dass er bei uns einfach nicht drankommt. Weil uns Ottl und Joichi. Ah ja genau, Joichi ist auch ein Neuzugang. Auch klasse. Warum ruckelt das so furchtbar? Muss ich mal schon schauen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache hier mal kurz Stopp. So, jetzt ist eigentlich besser laufen. Tut's auch gut. Antivirenschutz hat sich bloß gerade gemeldet, dass er Updates gemacht hat und die habe ich einfach mal getrost weggeklickt. Eber, den solltest du eigentlich noch kriegen. Dann bringt die Flanke. Er bringt die Flanke. Oh, Benatira, schade. Sorry, Ortel ist das hier. Ortel, ich bin's gut. Schade. Lass sogar holen dir. Joichi, schön, lass sogar. Du kannst das. Schade. Draxel haut den Ball weg. Schade, das suche ich auf. Joichi, auf jeden Fall sogar, aber sogar steht jetzt abseits. Das war schon korrekt entschieden. 15 Minuten gespielt und immer noch 0 zu 0. 1 zu 0, wir kommen jetzt auf 1 zu 0, verdammt. Konzentrier dich, Mensch. Lalala. Ja, ihr müsst wissen, es ist gerade 2 Uhr morgens am Sonntag. Ich konnte aber nicht schlafen wegen der Dreckszeitumstellung. Da habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt playst einfach mal ein bisschen. Warum soll das denn passen? Otto, Drechsel, ich bin auch ein bisschen müde. Oh, schöner Versuch. Oh, schade. Drechsler. Jetzt aber, Otto, jetzt bist du durch. Und er geht an die Latte. Sehr, sehr, sehr schade. Verdammt, den hättest du machen müssen. Mal wieder gebannt. Das ist Mario Gomez. Gomez. Müller. Joichi. Franz hat den Ball. Gut. Draxler. Den Ball ins Nichts. Joichi, passt auf, mach den. Otto, Otto. Benatira. Oh, schade, Rafinha ist schnell. Der Brasilianer im deutschen Bayern. Oh, er versucht es direkt. Sehr interessant von Robben. Und wenn du jetzt keiner gerechnet, Kraft passt aber schön auf. Jetzt sind es durch. 1-0. Hab ich gesehen, sobald die Flanke geschlagen wird, ist es durch. Ah, der hat die Kühnes. Man hört die Impfung nicht abgeht, das war gar nicht, aber soeben Otto geht auch das ein bisschen ab. Mann. Aber jetzt muss natürlich gleich und jetzt wird es sehr, sehr schwer. Hier noch ein Punkt zu holen. Sobald Bayern führt, machen sie es einfach ganz cool runter. Überlegt, was er jetzt am besten tut. Kraft. Dann hat er gut mitgespielt, der Torwart holt sich den Ball. Gewinnst du das Kopfballduell? Ja, das macht gewonnen. Er gut. Lass sogar. Verliert den Ball jedoch nicht. Gut. Löll. Der normalen Rechtsverteidiger ist, aber ich in Umschul auf Linksverteidiger. Penaltierer. Ah, da springt uns der Ball in die Hand, verdammt. Schade. Gomez jetzt. Kein 2 zu 0. Sogar verschießen. Halbe Stunde gespielt. Und immer noch 1 zu 0 hier für Bayern München. Wir dürfen nicht vergessen, wir spielen auch in der Allianz Arena. Ist nicht gerade ein Vorteil für uns hier. Da sieht er die Lücke. Ribéry, starker Mann. Wird gefallen von mir. Karte gibt's nicht, aber bitteschön, immerhin Freistoß. War etwas jetzt Freistoß in guter Position. Aktion. Die konnte durchaus mal direkt probieren. Macht er nicht, gut. Kraft passt auf den Bordstuhl, rutscht mit einköpfen. Jetzt muss schnell gehen, jetzt können wir es machen. Jetzt können wir es machen, aber wir verlieren den Ball hier gleich wieder. Beim Abschluss, beim Abschlag oder Ausschuss oder boah Gott, lass es bleiben. Schon ein bisschen zu spät. Lass sogar nicht im Abseits, oder? Guter Spiel. Nein! Nicht im Abseits, lass sogar jetzt nicht im Abseits. Oh Gott. Schade. Jetzt neuer. Ja, und der Keeper spielt den besser Ball heute in Deutschland. Immer noch der ganze Meinung. Auch wenn jetzt angeblich Justin so göttlich ist, was er gar nicht ist. Lass sogar, jetzt bist du durch. Ja, ich glaub, Abseits, verdammt. Entschieden vom Schiedsrichter gespannt, da auf Abseits zu erkennen. Pechier. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Aber wir Abseits, haben die Möglichkeiten. Ja oder nein. Hier einen das Punkt zu holen oder vielleicht sogar 3. Das hier ist so und schon ist wichtig der Ball hier weg. Für uns, wie einen Punkt holen. Ja, wichtig nicht, aber doch wichtig auch, wir sind Absteiger. Weil zurzeit machen wir es gut. Alle gut mit nach hinten, alle gut nach vorne. Benatira fällt den Zweikampf, gibt die gelbe Karte für Rafinha, oder? Dann müsste er eigentlich die gelbe so ist es auch. Gut, gelbe Karte hier für Rafinha. Ja, da kann er sogar froh sein, dass ich sage, ich muss eigentlich Benatira so schlau sein und machen, dass er noch die gelbe Karte kriegt.
und dann endgültig mit Gelb-Rot zum Platz fliegt. Mal schauen, was in der zweiten Halbzeit noch so alles bringt. Halbzeit ist gleich, meine Lieben. Schauen wir mal, ob wir Halbzeit, vor der Halbzeit noch das 1-1 bekommen. 2 Minuten sind hier noch zu spielen, da können wir einiges machen. Benatira. Lass sogar! Lass! Oh! Glaub mit Möglichkeit, verdammt. Ja, Elbert legt sich den Ball auf den Eckpunkt. Und jetzt dreh den Ball rein, mein Lieber. Dreh den Ball ja rein. Schöne Flanke. Ja, das ist aber ein ganz einfacher Ecke. Ball für den Neuer. Fest aber sicher zu. Die Flanke. Beziehungsweise die Ecke. Ja, und zu nah aufs Tor gezogen. Und da ist, glaube ich, Halbzeit, oder? Nein, ist noch nicht. Rudolf. Wir haben noch einmal die Möglichkeit. Nee, doch nicht. Bartstube jetzt. Jetzt nichts. 2-0 vor der Halbzeit. Nicht das 2-0. Geh du mit deinem mit, Franz. Ribéry. Jetzt am Ball. Ribéry. Ja, die Probleme geben, wenn er jetzt flankt. Oh, aufpassen, Leute, aufpassen. Die Parade des Torhüters. Und dank der Chance, dass wir keinen 2-0 bekommen haben vor der Halbzeit. Pfeift ab, verdammt. Sind Sie in die Halbzeit. Jetzt nicht, jetzt weh, du pfeifst ab. Jetzt pfeift ab, genau. Und ich sage jetzt ins gleiche zweiten Hälfte. Tschüss. So, mein Lieben, da geht es hier weiter zur zweiten Halbzeit. Ich habe nicht gewechselt. Ich vertraue der Stammhälfte wie noch, wie davor, noch davor. Ottel jetzt hier. Mit dem Ball jetzt recht rein, aber wir beeilen sich zwei Spieler was. Was wollen denn die jetzt? Zanker. Mein lieber Mann, das ist der Trainer gerne. Bartstube. Bartstube. Schade. Müller. Georgi bremst ihn. Sehr gut. Ein kleiner Ballgewinner, so wie Gustavo auf der anderen Hälfte. Oh, genau, gespielt. Und jetzt heißt Abwehr aufgepasst. Und solch einen langen Ball spielst du nur, Elbert, wenn du ein Auge hast. Lass sogar jetzt. Lass sogar. Lass sogar. Oh, schade. Einfach spitze. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Haut ihn mal weg. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Georgi, schade. Konnte sich behaupten gegen Müller. Robben geht an Rudolf vorbei, als wäre es gar nichts. Franz Zanker. Bartstube. Lahm. Schön, Eppert. Jetzt versuchen wir hier das Spiel in die Hand zu nehmen. Wir können das nicht so gut. Wir müssen die anderen spielen lassen. Bayern hat ja nach wie vor ziemlich viel Ballbesitz. Eppert, schade. Robben. Müller. Göttlicher Pass aufgekommen, aber Kraft passt auf. Zanker jetzt hier. Drexler. Jerry G. Lasoga. Robben. Oh, das war kein guter Pass. Da Robben, Rudolf dann. Ebert jetzt hier. Unser kleiner Robben und Ribéry in unserer Mannschaft. Rottel. Lasoga, jetzt auf geht's. Lasoga, bitte, bitte. Oh Mann. Neues Klasse. Der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball. Sepp Super ist hier nervös. Wir genauso, aber ich glaube daran, dass wir es 1-1 schaffen. Um, ich drücke schon fleißig die Daumen. Ebert bringt den Ball schön rein. Oh, aber Neuer, keine Probleme. Fängt aber sicher ab. Der 1,96 Riese oder keine Ahnung wie alt. Wie jung ist er, ja? Wie groß der Junge ist. Gomez. Robben. Rudolf schön. So kein Foul. Also weder gibt es die Gelbe dafür. Gibt sogar die Gelbe dafür. Freiburg kommt 3-3. Wir wechseln aus. Ramos kommt für Lasoga. Und Toren bringen wir für Ebert. Und den lieben, der liebe Rudolf geht raus. Der liebe Rudolf geht raus für Kobayashvili. Und Kobayashvili geht links rüber. Damit verstecken wir unsere Abwehr noch ein wenig. Unser Sturm genauso. Draxler. Ebert. Zeig noch, was du fast rauskommst. Auf geht's. Mit der Brust. So, auf geht's. Löll. Benatira. Draxler jetzt. Draxler, sie haben doch keine Bälle, Mensch. Ich nehme sie nicht übel, aber trotzdem. Du bist wahrscheinlich nervös. Lass sogar 1-1. 1-1. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. 16. Sasantua hier. Ja, klasse. Oh, es ist ein bisschen blöd, dass er nicht rauskommt. Verdammt. Hätte ich davor schmecken sollen, aber was soll's. Auf geht's. Dreierwechslung hier. Ramos, du konntest auch. Bist auch ein bisschen teuer in der WR. Auf geht's.
Müller. Mal eine Auswechslung. Damit hat wahrscheinlich Bayern also nicht gerechnet, dass wir jetzt 1-1 machen. Jetzt müssen wir ein bisschen die Punkte retten. Groß. Vielleicht aber nicht durchgehen. Jetzt Robben. Robben. Gefährlich hier von Ribéry. Schön gemacht. Haut einfach mal durch den Achsen durch. Geht auch. Kommt für Rafinha. Wahrscheinlich noch ein bisschen offensiver jetzt das Ganze. Torun. Ja, das sieht gut Torun, aus. Torun. Auf Ramos kann sie nicht durchsetzen. Cevici. Macht halt ein sehr, sehr gutes Spiel. Wo ist Torun? Gibt den Einwurf. Da kommt doch Ballack. Ballack ist cool. Ballack, yeah. Ist eigentlich wieder bei Bayern. Schade, nicht so. Cevici jetzt. Oh, schade, den hätte lieber Drax nehmen sollen, aber Drax auch im Absatz bin. Okay. Ich nehme alles zurück. Jetzt nur, ja. Ich bin bei sich auf Badstube. Das ist Ballack anscheinend, oder? Gomez. Schön. Aufpassen, Cevici. Ich bin den Ball nach hinten. Draxler. Franz haut den Ball weg. Ramos kann sie nicht durchsetzen. Schade, Ramos. Ich überlege schon die ganze Zeit, was mit der macht. Verkaufe ich dich nicht. Du würdest sehr viel Geld bringen, die wir uns da schon investieren könnten. Durch Bittencourt und so. Warum ruckelt ich schon wieder? Nicht ruckeln, verdammt. Hör doch auf. Nee, es wird zu nichts. Ich... Benefit. So, ich habe nichts schließen können. Keine Ahnung, wieso das jetzt irgendwie so laggt. Ich hoffe mal, das ändert sich jetzt. So ist ja, es auch gut. Benatira. Ramos. Benatira ist oben. Schade, wieso gehst du nicht zu? Der ist gelegen. Hättest du euch vorbeiziehen können. Gomez. Draxler, häng dich ran. Schön. Kobiaschwili. Mit dem Versuch hier auf Benatira misslingt aber. Ribéry ist wahnsinnig schnell. Robben. 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 Kraft. Kein 84. Minute gespielt, immer noch 1-1. Das riecht noch 2-1 für Bayern oder für uns. Das Spiel ist noch nicht gelaufen. Ich weiß schon noch, was geht. Entweder für Bayern oder für uns. Robben. Ich denke eher für Bayern. Robben. Er überlegt, was er jetzt am besten tut. Lotte! Zanke haut den Ball bloß weg. Oh Gott. Franz haut den Ball weg. Und wer ist auch immer war. Draxler. Ramos. Schöne Körpertäuschung. Lotte. Wieder auf Ramos. Aber doch wieder nicht auf. Baccio macht ein gutes Spiel. Schweinsteiger, der Routinier in der Mitte der Bayern. Robben. Komm, wir retten das 1-1. Wir retten das 1-1. Oh. Haben wir ein Glück, verdammt. Wenn das 1-1 ausgeht, sind wir glücklich. Haben wir einen glücklichen Punkt gegen Bayern geholt. Da bin ich dann zufrieden. Oh Gott, pfeif ab, Schiri, bitte. Ja, ein bisschen leichtfertig verloren hat er da den Ball. Olic. Gomez ist raus. Okay. Jetzt wieder Robben. Oh Gott, es wird nochmal gefährlich. Robben seine... Also oh mein Gott, das da. Robben seine Sorgen, wollte ich sagen, sind brandgefährlich. Kraft. Hau bitte Abpfiff, verdammt. Ja, nein, immer noch kein Abpfiff. Franz, haut den Ball weg. Können wir nochmal kontern? Nein, doch, Abpfiff, meine Lieben. Das Schlussresultat. Wir spielen 1-1 gegen Bayern. Ich bin zufrieden damit. Ich habe ja gesagt... Ein Punkt gegen Bayern ist eine Sensation. Wer hat damit gerechnet und wir sagen, sehen uns gleich wieder im Nachbericht. Tschüss.